So, hi Leute, willkommen zurück und wir sind auf der Karte. Machen gleich weiter mit Hell Yeah. Und gehen ein paar neue Monster töten, die unsere peinlichen Bilder mit den Enten gesehen haben. Ah ja, okay, die Dinger blasen also die Plattform nach oben. Okay, Jump'n'Run-Passagen. Da oben ist einer. Er sieht aus wie so ein GLaDOS Portal Core. Und zack, da haben wir einen zerschossen. Autsch. Glaub, das sollte ich noch nicht lernen. Schätze ich mal. Okay, da kann ich runter. Kann ich da durchschießen? Nein. Okay. Also immer nur an den Löchern durch. Okay. Er wehrt sich jetzt zu langsam, aber sicher. Huch. Ich hab Angst. Okay. Ah. Ich hab's nicht geschafft. Hey! Das war unfair. Das war richtig unfair. Na gut, meine Lamer-Moves hier waren jetzt auch nicht so das Skillig. Muss man schon ganz echt mal zugeben. Wie geht's hier lang? Kriege ich hier noch neue Waffen. Oh, da unten ist noch jemand. Noch ein GLaDOS Core. Dann sieht sich einer diesen Feigling an. Ein Roboter hinter einem Schild? Es wird mir ein Vergnügen sein, auf seine Schwachstelle einzuprügeln. Oh Gott. Ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl bei. Autsch. Okay. Okay, ich hoffe das Ding. Ja. Hehe. Kannst mir gar nichts. Du bist der Loserbot. Oh, der Loserbot schießt an mich. Okay, wie kriege ich den am besten? Let's crush. Okay, crushen wir ihn mal. Oh. Voll an Bildschirm. Scheiße, mein Monitor ist kaputt. Nein. Okay, und das war iVader Darth Bravo. Böses Monster, ja. Unzerstörbare Rüstung, ja. Unerklärliche Tendenz zur regelmäßigen Öffnung besagter Rüstung zum freien Beschuss. Mann, diese Bösewichte sind vielleicht Idioten. Ja, wo er recht hat, so. Und schauen, ne? Da komme ich andersrum hin. Gut, hier bin ich erstmal fertig. Zügel. Ach ja, da habe ich schon. Okay, so zack, einmal hier hoch. Und dann da hoch. Und wir nehmen den Raketenwerfer einfach. Ja, da ist der nächste. Neun. Okay, das hat mich gerade einen Schuss gekostet. Oh, zack, nein, das war auch wieder nichts. Sehr gut. Komm, jetzt triff ihn halt. Verdammt nochmal. Ich bin zu doof zum Schießen. Verdammt noch. Eins hier. So, geht doch. So, und die Mütze hauen wir jetzt rein. Alter. Der wollte mich schon wieder auf eine... Okay. Und jetzt. Jawohl. Jawohl, jetzt hab ich's. Und Space Invaders. Rabbit Invaders from Space. Und
Na, platzt da. Ja, Insert Coin. Ich tu da mit rein und da. Und weggeblastert. Okay, durch die Aufnahme leckt das Ganze ein bisschen bei den Finishern. Das ist zwar ein bisschen doof, aber damit müssen wir jetzt wohl auskommen. World Record. So. Huch. Ah ja, jetzt geht irgendwo wieder eine Tür auf. Die Tür, die kennen wir schon, da waren wir schon mal. Und geöffnet. Neues Monster. Und zwar iFighter Kermit Bravo. Eine Kreatur, die inmitten von 20 kreischenden Kreissägen lebt. Muss schon was Besonderes sein. Ob man die Geräusche irgendwann ausblendet oder einfach durchdreht. Tja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, und erwischt. So, einmal hier. So, schauen wir mal einmal auf die Karte. Okay, da komme ich so nicht durch. Das wäre eine schlechte Idee, jetzt an die, durch die Reihe Greifer dazu geht. So, jetzt können wir durch. Also, jetzt hier rüber. Und den einmal runter. Und da drauf. Das ist anscheinend ein Secret. So, einmal eine Heilung abgreifen. Ah, ein bisschen neues Blut tanken. Das tut gut. Oder besser gesagt, das tut Blut. So, und da haben wir einen neuen Hut gefunden. Eine Weihnachtsmütze. Die ist natürlich noch cooler. Und damit können wir eigentlich hier erstmal abfliegen. Nein, aber nicht durch die Dinger. Okay, gehen wir hier rum. Und da muss ich rum. Das ist Stuart. Okay. So, den haben wir schon platt. Das heißt, wir können hier rum und hier rum und da Heilung. Ja. Einmal voll smooth. Ah, da kriegen wir wieder irgendwas. Dann gehen wir erstmal da lang. Und zack, 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 zack. Arbeiten wir einmal hier durch. So. Ein paar Diamanten abholen. Was? Was war das jetzt? Achso, hat der noch einen Feuerball da stecken gehabt? Ich ignoriere einfach die Feuerbälle. So machen wir es. So. Okay. Oh Mensch. Ich bin aber auch jetzt gerade hier skillig. Oh. Auf der Karte seht ihr immer, wo die Post abgeht. Öffnet sie mit dem Tabulator. Uiuiui. Dann schauen wir mal, wo geht denn die Post ab? Hier rechts geht anscheinend gerade die Post ab. Und was kommt da? Ah, der pennt. Mo-Alarm. 0101100. Ja, ja, das, also der ist im Schlafmodus. Faule Socke entdeckt. Böser Roboter. Träumt sich ja von flauschigen Kanickeln. Angenommen, O steht für 0, steht für keine schnelle Bewegung. Oder ich wache auf und mach dich fertig. Wofür steht dann 1? Ah, okay, und damit müssen wir einmal aufladen wieder. Das hatten wir ja schon mal. Und, gleich platzt er. Hoffe ich. Mal gucken. Ich
Ich hoffe nicht, dass er platzt. Diese sinnlose Gewalt in Videospielen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Smotch. Es ist voll grausam. Mo-Alarm, Roosevelt Gradius. Diese Jungs sehen immer mies gelaunt aus. Man sollte doch meinen, wenn jemand eine ganze Insel für sich hat, wäre er glücklich. Aber nein, bestimmt haben ihre Yachten auch alle die falsche Farbe. Die Ärmsten. Ja, so ist das, ne? Wenn die Yacht die falsche Farbe hat, dann ist die ganze Welt doof. Okay, einmal da oben was abgeschossen. Yeah. Au, okay. Das war nicht gut. Das ist ein Fluch hier. Such mal. Ja, genau. Ich bin so ein Skiller. Au, 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 au. Lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will nicht sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Nein. Ja, das ist der alte Skiller. Da ging es auch durch. Ich bring's gerade voll. Okay. Okay, lad auf. Waffe voll aufladen. Und. Okay, ich hab's geschafft. Komm ich hier irgendwie durch? Nein? Okay. Ja, danke schön. Leute, ich skille gerade voll übel rum. Nein! Ich hoffe, irgendjemand von euch macht einen Death Counter hier. Das wäre bestimmt sehr lustig. Zumindest für euch. Ich werde hier gerade depressiv. Okay. So. Okay. Jawohl. Geht doch. Was ist das? Da kommt Giftsoße runter. Wie komme ich darüber? Okay, so. Ich mach mich nass. Okay. Oh, mir rutscht hier gerade die ganze Zeit das Herz mit in die Hose. Was ist da einer? Oh Gott. Was war das denn? Okay, das war schlecht. Bin ich hier durch? Okay. Ja, den haben wir schon gesehen. Das ist hier großer, dicker... I am the evil. Warum kommt das Ding runter und... Ja, das ist traurig. Was ist das hier? Ich will Fernsehen. Was kommt denn? Kann ich hier damit? Okay. Dann können wir das Fleisch zumachen. Ah. Nein, da komme ich nicht durch, okay. Und bam, so. Kann man hier dicht machen.
Okay, da oben ist auch nochmal einer. Und den einmal runterschieben. Puh. Natürlich uns hier dicht machen. Zack. Oh, oh, oh. Okay. Und Bums. Und das war's. Jawohl. Yay! Roasted! So, damit haben wir Peaceful Bob, Sheldon Robertson gekillt. Sheldon hat nie den Durchbruch in der Videospielindustrie geschafft. Nach einigen Gastauftritten in Go-Kart-Titeln war er einfach nur froh, einen Job zu haben, bei dem er rauchen und trinken durfte. Also geht's mir auch, wenn die mitten einen Job finden, an dem man rauchen und trinken darf, das macht jeden, glaube ich, glücklich. Oh Gott, kriege ich auch irgendwo noch mal eine Heilung? Oh Gott, was ist das denn? Autsch. Zack. Und was müssen wir mit dir machen? Was? Achso, okay. Den Heim müssen wir erwischen. Oh oh. Dup, 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 dup. La, 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 la. Dup, 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 dup. Impact. Okay, der war cool. Das war ein cooler Finishing Move. Clayton Schmidt oder Victor Ball. Clayton war die Schlange, die mal in deinem Handy gewohnt hat. Wenn du ihn mal nicht zum Essen gezogen hast, hat er sich aus Handyteilen eine Rüstung gebaut. Deswegen hat auch dein Handy nie funktioniert. Wer kennt das nicht? Er hat übrigens bevorzugt in einem Samsung-Handys gewohnt. Irgendwo muss noch einer sein, oder? Kann das sein? Da ist ein Lager. Vielleicht auch nicht. Ich hätte aber gerne mal irgendwo eine Heilung. Ah ja, ich verstehe. So funktionieren also diese roten Schalter. Okay. Oh, da fehlen uns immer noch ziemlich viele Monster hier. Ja, und ich meine Skill wieder. Aber Leute, die nächsten Monster würde ich sagen, jagen wir im nächsten Teil. Ich sehe auch schon einen auf dem Radar. Bis dahin, ciao, euer Balas.